Hey alle zusammen, Red Pocketendo hier mit einer neuen Folge von Pokémon Leuchtende Perle. Letztes Mal hatten wir die Route 225 betreten und den Hanazo Park richtig abgeguckt. Nun sind wir endlich in den Untergrundminen und zwar mit dem Untergrundset, natürlich by the way. Und wir schauen jetzt mal nach, ob es neue Pokémon zu fangen gibt. Und ja, so wie es aussieht, hat Professor eigentlich auch tatsächlich recht. Es gibt natürlich ein Kamaup und ein Vulpix. Wie geil ist das denn? Das Pokémon werden wir jetzt auch natürlich fangen. Denn wir haben ja auch keinen Vulpix gefangen. Wir können unser Glück noch versuchen. Also werdet ihr jetzt einen Teil des Let's Plays ein bisschen was im Untergrund sein. Mal sehen. Ich glaube, Drachenpuls müsste hoffentlich nicht Bulbix killen, oder? Bitte nicht. Ah ja. Feuersturm. Hängen wir mal daneben. Aber es ist eine gute Chance, jetzt das Pokémon zu fangen. Mit einem Hyperball. Wie geil ist das denn bitte? Geil. Es ist imstande, Feuerbälle zu kontrollieren. Beim Heranwachsen spalten sich seine 6 Schweife an den Spitzen weiter auf. Da haben wir ein weiteres Fuchs-Pokémon, und zwar Vulpix. Aus Kanto. Nicht die Alola-Form, weil es gibt natürlich die Alola-Form auch, aber die gibt es wahrscheinlich nicht hier. Kamaup. Können wir auch fangen? Dann können wir jetzt wieder mal Drachenpuls einsetzen, weil Ableithieb und Arosphäre würde es wahrscheinlich rasieren. Oha, Flammenwurf. Oh Mann, es hat die Hälfte jetzt abgezogen, aber schauen wir mal, ob wir den noch fangen können. Aber ich glaube, er wird dann sicherlich ausbrechen. Alter, was geht denn hier ab? Ich habe heute jetzt so viel Luck, jetzt mit den ganzen Pokémon zu fangen, ey. Was geht denn hier ab? Schon gerade die Folge angefangen und ich kriege jetzt immer so gute Fangglück. Ein Glücksfang hier. In einem Höcker auf seinen Rücken speichert es glühend heißes Magma. Bei Regen kühlt dieses ab, wodurch seine Bewegungen steif werden. Mal in den Pokébox, in den Box rein. Mal sehen, was hier noch gibt. Hier gibt es noch einen Georock, den ich nicht gerne nehmen will. Und da ist eine TM 50 Hitzekoller. Okay, da ist noch ein Vulpix, das mich leider weniger juckt. So. Mal gucken. Dich möchte ich nicht kämpfen. Oh, was haben wir jetzt drüber gesplatscht? Pionskora, habe ich das schon bereits gefangen? Ich glaube nicht. Nein, habe ich nicht. Ja, Ableithieb. Schauen wir mal, ob das ausreicht. Muss ich aufpassen, dass es nicht Durchbruch hat. Kreuzschere. Nicht so viel, aber... Ich möchte jetzt nicht Aurosphäre einsetzen, weil es wäre zu schade. Okay, Drachenpuls ausnahmsweise. Eine Attacke. Oh, Gott sei Dank hat es noch überstanden. Gott sei Dank. Aber ich weiß ja selbst, Pionskora gibt es ja überall. Immer und überall. In jedem Areal. Ich
Aber das dann natürlich zu Biondragi, was auch ziemlich ein geiles Pokémon ist. So, da haben wir jetzt Bionscora jetzt in unserem Pokédex. Ein Glumanda! Yes! Ausgerechnet mein Lieblings-Pokémon aus Kanto. Yes! Endlich mal ein Kanto-Starter. Level 60, okay. Was nehme ich denn jetzt? Ich weiß nicht. Ableitie, probier es mal. Bitte kill es nicht. Yes! Gut. Wir haben auch mindestens noch gesaved. Aber ich weiß ja selbst, Glumanda taucht ja sowieso häufigerweise auf, also kein Grund zur Sorge. So, jetzt gehst du mir, Glumanda. Vielleicht wirst du doch in mein Team dann kommen als Glurak. Wäre auch ein sehr geiles Pokémon-Team auch. Was hätte beinahe geklappt? Inferno ging leider daneben zum Glück. Komm, jetzt irgendwie jetzt schneller raus. Ich will also mehr kämpfen, hä? Hm, verdammt. Flammenblitz hat es auch noch bei sich. Oh Mann, das ist aber sehr effektiv. Oh Mann. Und es kriegt auch einen Rückschlag. Das ist aber nicht gut. Ich hab's gewusst, dass er das einsetzen würde. Oh Mann. Wie bitter. Gut, dann gehe ich mal kurz raus und wieder rein. Vielleicht finde ich dann noch einen Glumanda. Aus Glück her. Kleinstein. Ein Kurtel. Ein Flemmi. Ich liebe das auch. Ich liebe auch die Höhen-Pokémon. Flemmi. Nur interessant wäre das dann, wenn ich Hydruppi finden würde. Na. Da rennt man einfach im Kreis rum. Das würde es mit mir gerne spielen wollen. Aber irgendwie hat es jetzt total die Animation von Pokémon Kolosseum übernommen. Habe ich das irgendwie das Gefühl, wie Flemmi auch fort sich bewegt während des Kampfes. So kennen wir auch schon. Flammenblitz. Müsste weniger Damage machen. Ja. Ich werde es definitiv jetzt fangen. Mann! Dann versuchen wir mal einen Flottball. Kam mir tatsächlich schnell raus als erwartet. Ziemlich zäh. Obwohl ich gerne das dritte Pokémon, die dritte Entwicklung voll lobe. Irgendwie bereue ich das schon, dass ich tatsächlich kein Flemmi gefangen genommen hatte in der Smaragd-Edition. Ach komm schon, das kann doch nicht wahr sein. Nachthieb. Dass ein kleines Küken Nachthieb kann, ne? Ziemlich zäh ist es schon. Muss ich schon eher Respekt dafür verzollen. Gut, ich versuche es mal mit Knirscher. Hoffentlich killt es nicht. Bitte kill es nicht. Oh nein, Flammenblitz hat es jetzt eingesetzt. Das ist echt bitter. Oh.
Oh Mann, warum muss das ausgerechnet jetzt mit mir passieren? Ich komm. Das habe ich jetzt echt verbockt. Schneckmark. Also diese Folge wird jetzt ein bisschen was mit Pokémon fangen zu tun haben. Für eine gewisse Zeit, also... Das wird, kann man eher bezeichnen als eine Filler-Part. So, da werde ich jetzt mal schnell Toxic Bark einsetzen. Dann kann ich hoffen, dass jetzt Toxic Quark jetzt nicht mit Match Bombe es killt. Machen wir jetzt bloß keinen Scheiß. Drachenroute. Mann, ist aber ziemlich fies. Jetzt habe ich echt sehr viel Pech, jetzt mit Pokémon zu fangen, jetzt heutzutage. Irgendwie brauchen die jetzt etwas länger, jetzt die Pokémon, habe ich das Gefühl. Ey, komm, du bist jetzt schon genug geschwächt. Warum willst du jetzt noch rausstücken, Glumanda? Geh in den Pokéball rein. Yes! Ich hoffe, dass wir dann auch am Ball den zu Hydropi finden werden. Das wäre ziemlich interessant. Die Flamme auf seiner Schwanzspitze spiegelt Glumandas Lebensenergie wider. Es ist gesund, lodert die Flamme, lodert dieses Feuer kräftig. Nice. Glumanda haben wir auch in unserem Pokémon Pokédex, also im Pokédex drin. Ja, interessant, wenn wir dann auch noch tatsächlich Glutexo finden würden, aber das wird jetzt ja wohl eher weniger der Fall sein. Und mal sehen, was hier drin ist. Vielleicht finden wir dann natürlich das Wassergebiet. Nein, ne, machen wir Grotte. Okay, wenn man meint. So. Einmal Tränke für alle. Einen kriegt bekommt jetzt einen Beleber. Das wäre Lucario, weil er jetzt leider von Glumanda rasiert wurde. Die Schande leider tragen muss. Aber was soll's. Kamerupt haben wir auch schon hier. Ja, wir können jetzt mal Kamerupt jetzt mal kurz fangen. Ist auch mal die Weiterentwicklung von Kamerupt. Ich weiß, die Feuer-Pokémon finden wir auch überall. So. Na, jetzt haben wir richtig jetzt mal einen Fangspree. So. Ein krasser und starker Pokémon zu fangen ist ja so jetzt allerhöchste Priorität eines Pokémon-Trainers. Na gut.
So, dann gehen wir mal zu den restlichen Orten noch. Die noch in der Kampf... Also in der Überlebensareal erreichbar sind. Wieder mal ein Magma-Gebiet. Und ein Visor. Aus der Johto-Region. Aber das Flemly werden wir uns nicht entgehen lassen. Absolut nicht entgehen lassen. So, dann haben wir dann bald alle drei Generationsstarter. Wenn wir das hier haben schon. Also ich glaube, naja, zwei haben wir jetzt nur noch. Nicht drei, sondern zwei schon. Kanto und bald Höhen. Wenn wir dann Family haben, haben wir schon zwei Gen-Pokémon gefangen. Zwei Starter aus den zwei Gens gefangen. Flemly bleibt ziemlich zäh. Das verstehe ich irgendwie nicht. Dass die Fang gerade so gebufft wurde, oder was? Ne, ich möchte jetzt nicht riskieren. Ich setze weiter Hyperball ein, bis es endlich bald endlich drin ist. Ach komm, so knapp. Verflixt nochmal. Verflixt und zugenäht. Ich kann jetzt keinen anderen Ball einsetzen, weil Hyperball ist einer der stärksten Bälle. Neben dem Meisterball. Aber das Flemly bleibt weiterhin zäh. Fangen wir mal mit dem Pokéball. Aber der kommt sofort raus. Entweder geht's jetzt in den Hyperball oder ich lasse dich halt lieber in Ruhe. Ach, komm schon. Obwohl er nicht... als ob es nicht genug geschwächt wurde. Ey, come on. Warum lässt er sich nicht fangen? Ey, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Nein, Onyx möchte dich nicht fangen. Oh, Mann. Arrgh. Ich möchte keinen Stress mit dir. Ich stecke fest. Oh, ich stecke fest. Na gut, dann werden wir halt unseren Weg vorher durchbahnen. Dich habe ich schon gefangen, Onyx. Das ist überlebt, ey, mit Robustheit. Aber jetzt nicht mehr. Mann. Kann ich nur hoffen, dass ich wieder mal ein Flemly finden könnte. Nur das Flemly fehlt mir nur noch. Und dann kann ich dann noch wahrscheinlich auch Hytropia und Gekabor noch fangen. Falls möglich, ein Hundemann gibt es auch noch hier. Oha. Ist ja krass. Nee, Kamerupt, ich habe keine Lust mit dir zu kämpfen. Aber er ist ein anderer Mal. Ich möchte nur jetzt Flemly kämpfen. Wieso?
Ah, da ist immer noch kein Flammy hier. Dann muss ich hin und her rein und raus gehen, bis endlich ein Flammy spawnt. Ein Magpie. Ein Kleinstein. Purtel. Ah, die Flammy sind ja eher rare. Naja, egal. Werde ich dann später nachgucken. Gehen wir mal zum nächsten Raum. Ja, Minen werden wir erst später. Aber ich glaube, wir werden jetzt mal kurz mal nachgucken, was es hier noch gibt. Glitzerhöhle. Mal sehen, was es hier gibt. Hier gibt es natürlich einen Lunastein. Ein Trasler. Dragosso. Okay, da gibt es tatsächlich jetzt auch noch ein Pipi und was auch immer das andere sein soll. Ein Togepi! Oh, das ist schon ziemlich selten, dass wir jetzt ein Togepi hier jetzt finden im Wilden. Und zwar in der Mine. Ist ja geil. Obwohl ich Togepi so sehr süß finde. No joke. Dann probieren wir mal jetzt mit Fensteraura. Dann fangen wir mal das Togepi für heute. Oha. Das hat sich selbst fangen lassen? Wie geil ist das denn? Von diesem Pokémon heißt es, dass es eine Schale mit Glücksgefühlen gefüllt sei, welche es mit gutherzigen Menschen teile. Und da ist noch ein Absol. Auch ein gutes Pokémon. Aber mindestens haben wir jetzt mal schon gute Pokémon bei uns. Ich glaube, wir das Togepi sowieso noch auf Togekiss oder Togekiss noch entwickeln. Weil Togekiss ist sowieso ein hammergeiles Pokémon. So. Hier ist noch ein Ditto. Das habe ich jetzt gerade auch nicht bemerkt. Ich habe gedacht, das ist ein Slimer oder Slimog. Und dann sehe ich jetzt schon jetzt ein Ditto. Ditto. So, ich glaube, Fensteraura werden wir jetzt einsetzen, weil ich möchte jetzt nicht, dass ich entgehen. Ich weiß, es kann Wandler einsetzen, also kann sich zu meinen Pokémon verwandeln. Und es kann auch sogar meine Attacken auch einsetzen, also muss ich schon jetzt schnell richtig reagieren. LOL! Hat sich einfach locker fangen lassen, das Ditto. Es ist dazu imstande, seine Zellstruktur so zu verändern, dass es sich in alles verwandeln kann, was es sieht. Das hatten wir auch schon in der Anime geguckt. Falls ihr schon mal Ditto von Pokémon Anime geguckt habt, hat es sich sogar in jedes einzelne Stück verwandelt. Egal was. Das Trasler fangen wir jetzt auch noch ein für heute und dann ist für heute Schluss. Dann werden wir dann die restlichen Orte noch begegnen. Ich weiß, selbst Flammy haben wir leider nicht fangen können, aber Hauptsache wir haben etwas, was uns passt. Ja, okay, das hat ja genau gepasst, den richtigen Moment.
25 Minuten haben wir jetzt schon Pokémon gefangen. Das ist auch ziemlich super. So, das Drassler haben wir jetzt auch in unserem Team, in unserem Pokédex eingetragen. Ob ich das jetzt in mein Team reinpacke, weiß ich jetzt derzeit nicht, aber lasst euch überraschen. Dann lass uns jetzt mal schnell rausgehen und beenden wir dann die Folge. Und dann noch schnell unsere Pokémon heilen. Als nächstes. Also im nächsten Part von Pokémon Leuchtende Perle werden wir dann weiter mal erkunden, was jetzt so Großartiges abgeht. Noch in diesem Areal, also in der Kampfzone-Areal noch. Denn wir haben noch einen weiteren Ort noch zu besuchen. Ich weiß, es gibt noch den Kahlberg und so weiter. Muss ich mal kurz nachschauen. Der Kahlberg befindet sich natürlich ziemlich weit nach nördlich hier, aber wir werden jetzt nochmal diese Route jetzt mal bereisen, also hier entlang bis zu diesem Erholungsareal und dann geht es dann wieder retour hier und dann später geht es dann sowieso zum Kahlberg, da sind wir gut vorbereitet dann für den Vulkan, denn es gibt noch was Neues zu entdecken. Wir werden dann noch natürlich noch ein bisschen dann im Untergrund dann weitermachen, aber das wird erst ein späterer Verlauf sein. Gut, dann beende ich jetzt dann gleich diese Folge. Also, falls euch dieser Part gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und gerne ein Like. Ich werde mich um jeden neuen Abonnenten freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht es dann Richtung Erholungsareal. Also mal sehen, ob wir dann hier weiter durchkommen werden oder wir werden jetzt dann sicherlich jetzt in der Kampfareal dann jetzt weiterreisen. Also ich fliege jetzt mal kurz zum Kampfareal und dann hätte es dann direkt weitergehen Richtung Erholungsareal. Mal sehen, wie viele Trainer wir jetzt erleben hier treffen werden. Aber lasst uns überraschen. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, euer Red Pocketendo. Ciao!